Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video aus der Serie Basics der Basics, die Begriffe begreifen gemäß Human Design. Und zwar heute jetzt in Ergänzung zu den letzten beiden Videos jetzt nochmal dezidiert die Unterschiede zwischen hängenden Toren und Brückentore. Was ist was? Beginnen wir mit den hängenden Toren. Die hatte ich ja schon erwähnt im Video über die Zentren. Das sind eben definierte Tore, die keine Kanäle bilden. Also alle, die jetzt nicht einen Kanal bilden, nennen sich hängende Tore. Also zum Beispiel das Tor 59, das Tor 19, 28, 32 bei mir, 14 bei mir. Das sind hängende Tore. Das heißt, die sind entweder in einem, hängen an einem definierten Zentrum oder beim Aschner oben an einem offenen, an einem weißen Zentrum. Also hier unterscheiden wir eben zwischen an einem definierten oder an einem offenen Zentrum. Und bei einem definierten Zentrum ist es so, dass diese hängenden Tore die Thematik des Zentrums mit beeinflussen. Und bei offenen Zentren ist es so, dass die oftmals erst aktiviert werden, wenn eben ein gegenüberliegendes definiertes Tor andockt durch eben entweder andere Menschen oder durch Transite. Soweit hatten wir es schon in dem Video eben über die Zentren auch angesprochen gehabt. Das heißt, sie beeinflussen uns schon auch in gewisser Art und Weise, manche eben heftiger, manche weniger heftig. Also wie gesagt, in weißen Zentren, in offenen Zentren, die hängenden Tore sind meist nicht so zu spüren oder zu bemerken, wahrzunehmen, als wie in den definierten Zentren. Und wenn jetzt jemand eben kommt mit einem gegenüberliegenden definierten Tor, entweder ein anderer Mensch oder ein anderer Transit, dann entsteht dadurch eine elektromagnetische Verbindung und die bringt eine gesteigerte Anziehung mit sich. Das heißt, ich habe sowas schon eingezeichnet bei mir in Form von bewusst, unbewusst. Das heißt, das würde dann auch bei einer Interaktion mit einem anderen Menschen, würde es eben in 64 Keys in Blau-Orange eingezeichnet werden. Und da ist eben eine spezielle Anziehung zu diesem anderen Menschen, zu diesem Thema in Bezug auf diesen anderen Menschen. Wenn wir in uns selbst so eine Verbindung haben, dann ist das ganz wichtig, eben auch zu wissen, dass wir die nur wirklich in voller Pracht ausleben können, wenn wir auch die unbewussten Anteile zulassen. Das heißt, wenn wir sie nur den bewussten Anteil leben, leben wir den Kanal nicht. Das heißt, wir müssen den unbewussten Anteil zulassen, damit wir diesen Kanal in voller Pracht leben können, wenn wir sowas in uns definiert haben. Und wenn uns ein anderer Mensch eben da jetzt diese Verbindung schafft, da kommen wir jetzt auch gleich zu den Brückentoren. Weil Brückentore sind eigentlich nur relevant bei Splits. Also ab zwei Definitionsbereiche aufwärts wird es dann wirklich zum Thema, diese Brückentore, weil da geht es dann darum, dass die jetzt nicht nur eben ein gegenüberliegendes definiertes Tor haben, sondern eben ein gegenüberliegendes Tor, welches uns unsere Splits verbinden könnte. Schauen wir es uns an meinem Beispiel gleich konkret dann auch an. Und zwar Brückentore beinhalten Sehnsüchte, welche gestillt werden, wenn jemand mit diesem Tor in unsere Aura kommt. Ich nehme immer das Beispiel, mein Tor 14 und das gegenüberliegende Tor wäre das Tor 2. Das heißt, wenn das Tor 2 definiert ist, wird meiner Kapazität, meiner Lebensenergie wird eine Richtung gegeben und ich weiß, was ich tun soll, wo ich hin will. Und das können jetzt eben Transite sein oder das kann eben die Interaktion mit anderen Menschen sein. Und wenn ich jetzt aber, wenn niemand da ist, der mir jetzt diesen Kanal verbindet, dann ist in mir so diese Sehnsucht danach zu wissen, wo es im Leben hingehen soll. Also das Brückentor-Thema des Tores 2 ist, wissen, wo es im Leben hingeht. Und zum Beispiel bei Tor 38 unten wäre auch ein Brückentor. In meinem Fall, da geht es um Kämpfen. Das heißt, ich glaube immer, um irgendetwas kämpfen zu müssen, weil eben da niemand ist, der mir diesen Kampf jetzt erleichtert oder abnimmt oder
eben diese Qualität gibt, dass ich nicht kämpfen muss, dass ich zur Ruhe kommen kann. Und beim Tor 54, was bei mir jetzt auch noch ein Brückentor wäre oder ist, ist das Thema als Brückentor ehrgeizig Ziele erreichen, aufsteigen. Das heißt, da jetzt eben auch wirklich Themen in meinem Leben, die immer wieder in Erscheinung treten. Weil das die Tore wären, die mir meine Splits verbinden. Also den oberen mit dem unteren Split verbindet mir eindeutig das Tor 2. Und das ist auch immer, diese Sehnsucht ist auch immer wieder da. Also das, ich merke das auch jetzt, seit ich eben allein lebe und seit Corona und so. Dieses Tor 2 brauche ich fallweise. Das brauche ich ganz, ganz dringend und ich hole es mir dann auch. Aber ich glaube, das habe ich jetzt eh auch noch, ja, habe ich nicht dazu geschrieben, aber es ist so, ich hole es mir dann fallweise, dass ich eben mit jemandem auf einen Kaffee gehe. Weil es geht ja nicht darum, dass wir darüber reden und dass der jetzt immer in meiner Nähe ist, sondern diese Frequenz seines Tores, wenn das mit an meinem andockt, dann schließt sich eben dieser imaginäre, mentale, diese Verbindung und meiner Kapazität, meiner Kraft wird eine Richtung gegeben. Und beim menschlichen Überbrücken kann es allerdings auch sein, dass wir dessen Ausformung des Themas übernehmen. Das heißt, wenn jetzt jemand mir gegenüber das Kanal 2, denn nicht das Kanal, dieses Tor 2 definiert hat und das jetzt zum Beispiel in einer künstlerischen Art und Weise auslebt, kann es sein, dass ich eher in den künstlerischen Bereich gehe. Oder wenn das jetzt ein Mensch ist, der viel Sport betreibt, dass ich auch mehr draußen bin und, und. Also es kommt, aus meiner Erfahrung kommt es immer auch, färbt auch dann das, wie das Gegenüber jetzt dieses Tor lebt, färbt dann auch meine Richtung, in die es gehen kann. Ich meine, ich mag es noch konkreter. Mein Letztex hat mir alle meine Splits verbunden und auch durch das Tor 2. Und das war die Zeit, wo ich meine ersten 4 Bücher geschrieben habe. Ich habe ihn kennengelernt, als er gerade sein erstes Buch veröffentlicht hat. Und ich habe in diesen 8 Jahren, wo ich mit ihm zusammen war, habe ich 4 Bücher veröffentlicht. Und dann 11 Jahre nichts, bevor ich wieder eins veröffentlicht habe. Das heißt, dieses Tor 2 von ihm war das eben von wegen Buchschreiben. Ich schreibe immer schon gern, aber jetzt wirklich Bücher zu schreiben, war eben die Qualität seines Tores 2. Und nach der Scheidung war dann auch diese Qualität weg in Bezug auf Schreiben. Das heißt, ich habe es mir dann erst wieder erarbeiten müssen, dass ich wieder Bücher schreibe. Also ich habe dann erst 2019 wieder angefangen, neue Bücher zu machen. Und dazwischen habe ich eher andere Sachen eben geschrieben. Aber nur eben das auch zum Dazusagen, es kann sein, wenn es jetzt ein Mensch ist, der uns diesen Split schließt, der uns diese Brücke schlägt, damit Splits verbunden sind, dann kann es auch sein, dass wir auf dessen Thema dann, auf dessen Auslebung seines Themas eben dann das mit übernehmen. Vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn du mehr wissen möchtest, es gibt schon Videos zu Brückentoren. Ich verlinke dir unten das entsprechende. Ich freue mich über deinen Kommentar, deinen Daumen hoch und dein Abo und Glocke und bedanke mich herzlichst, deine Christina. Ciao, Baba, bis demnächst.